Das Hauptthema des heutigen Tages ist der Crash von chinesischen Tech-Aktien. Und die Frage lautet, warum crasht Peking eigentlich seinen eigenen Tech-Sektor? Die gängige Erklärung lautet, naja, man möchte verhindern, dass die zu mächtig werden, diese Tech-Konzerne. Allerdings, ich habe da Zweifel, dass diese Erklärung hinreichend ist. Ist vielleicht ein Motiv, aber nicht das dominante Motiv. Warum Alibaba zunächst, dann gab es ja diese Geschichte, dann gab es diese Geschichte mit den Education-Firmen aus China, deren Börsengang verhindert wurde. Und heute ist es Tencent, ein gigantisches Unternehmen, das jetzt offenkundig im Fokus ist, der Machthaber in Peking. Jedenfalls sehen wir den Abverkauf von Tencent, von Alibaba, von chinesischen Tech-Aktien insgesamt, der dann auch auf den Nasdaq strahlt. Also das hat durchaus Auswirkungen, sind ja viele Amerikaner. Auch professionelle Investoren wie eine Cathie Wood war da ziemlich dick investiert in solche Tech-Unternehmen. Die gehen raus, die wollen raus, die müssen raus. Und so sehen wir eben massive Verluste. Und das, was heute noch hinzugekommen ist, ist, dass Peking angeordnet hat, dass die App WeChat, die praktisch für alle Chinesen, naja, eine Art Amazon Plus, WhatsApp, all das in einer Funktion ist, Google, all das wird sozusagen jetzt aus chinesischen App Stores eliminiert. Das hat unglaublich weitreichende Auswirkungen. Das ist ein riesiger Schritt, kann man gar nicht überschätzen. Wir sehen, dass die Aktie von Tencent daraufhin unter Druck kommt. Aber wie gesagt, nicht nur Tencent. Es ist der gesamte chinesische Tech-Sektor. Jetzt sehen wir, dass dieser in den USA gehandelte Nasdaq Golden Dragon China Index weitere 6% gefallen ist. Wir haben den Hang Seng aus Hongkong heute Nacht teilweise über 9% im Minus gesehen. Also da knallt es richtig. Man hat jetzt seitens internationaler Investoren 600 Millionen Dollar an Aktieninvestments aufgelöst, alleine heute. Vorher waren es nochmal 2 Milliarden, die da rausgeflossen sind. Man ist natürlich als Profi-Investor hier alles andere als glücklich über solche Maßnahmen. Völlig unberechenbar, was da als nächstes kommt, und dieses Risiko will keiner eingehen. Also ziehen alle das Geld raus. Würde ich wahrscheinlich nicht anders machen. Auch in Deutschland haben ja viele eigentlich ja so grundsolide Aktien wie Tencent, wie Alibaba. Das sind ja Unternehmen, sind Firmen, die machen gigantische Gewinne, die haben ein Top-Geschäftsmodell, und jetzt kommt sowas, eigentlich schwer erklärbar, und eben die Erklärung, naja, man will da ein bisschen die Macht begrenzen, die reicht nicht hin. Ich werde gleich jemanden hier zitieren, der, glaube ich, hier den richtigen Riecher und vor allem die richtigen Informanten hat, was da passiert ist. Jetzt sagt zum Beispiel Makrocharts, ja, schaut euch mal eine Tencent an, die ist so dermaßen überkauft, die zweitgrößte Überverkauftheit der Geschichte bei dieser Aktie. Normalerweise, und das wird hier an dem Chart gezeigt, sind solche Überverkaufssituationen gute Kaufgelegenheiten. Wären es, wäre da eben nicht diese politische Unsicherheit und praktisch die völlige Unberechenbarkeit dessen, was da eigentlich jetzt noch kommen kann. Interessant ist aber, dass eben dieser Abverkauf von chinesischen Tech-Aktien auch auf die chinesische Währung überstrahlt. Wir sehen hier Dollar-Yuan mit deutlichen Zugewinnen. Also die Ausländer scheinen da durchaus aus dem Yuan-Bereich eben Gelder rauszuziehen und in den Dollar zu packen. Das gilt auch für chinesische Anleihen, by the way. Wir sehen hier die 10-jährige Anleiherendite Chinas, die doch sehr deutlich gestiegen ist heute. Also es ist eine Art Kapitalflucht aus China, die hier stattfindet, mit guten Gründen, wie ich finde. Und das braucht eine Erklärung. Was ist da los? Warum passiert das? Das ist doch die große Frage. Und ich will hier den Rikscha-Reporter zitieren. Das ist ein Format von Jürgen Kremp, ehemaliger Spiegelredakteur in China, der übrigens dann aus dem Spiegel ausgeschieden ist. Der hat offenkundig weitere Fälle entdeckt von Spiegelautoren wie Herrn Relotius, die frei erfundene Geschichten veröffentlichen. Daraufhin hat er mit dem Spiegel ein Schweigeabkommen getroffen. Der Spiegel hat ihm sehr, sehr viel Geld gezahlt, wollte dann aber sozusagen alles von ihm irgendwie löschen. Seine ganzen Artikel im Spiegel sind gelöscht worden. Das nur nebenbei. Jedenfalls hat Jürgen Kremp offenkundig erstklassige Informanten, die mal ein bisschen klar machen, was da der Fall ist. Und ich will ihn hier mal zitieren. Und er schreibt hier, da die Ant Group von Jack Ma, also Jack Ma, Alibaba etc.,
ihren Sitz im südchinesischen Hangzhou hat, gilt Mars Alibaba seit langem als Schutz- und Einflusszone des Clans von Jiang Zemin. Jiang Zemin ist der Nachfolger gewesen von Deng Xiaoping, also eine Führungsfigur in China. Der frühere Parteichef stammt aus der Südprovinz Jiangsu, was den Süden des Landes zu seinem wirtschaftlichen Jagdrevier macht. Die Familie Xi Jinping wiederum, also des aktuellen Machthabers und Mao, Nachfolgers, wenn man so will, keiner ist ja so mächtig wie Xi Jinping. Also die Familie Xi Jinping, deren Vermögen längst im Milliarden-Euro-Bereich taxiert wird, war das lange ein Dorn im Auge. Sie verlangten, also der Clan von Xi Jinping, im vergangenen Sommer deshalb mehr Einfluss bei Jack Ma's Unternehmen. Erstens und zweitens wollten sie die Macht des Jiang-Clans und der Roten Prinzengarde bei Alibaba endgültig brechen. Mithin also ein Machtkampf zwischen Dynastien, zwischen roten Prinzen, zwischen Nachfolgern derjenigen, die bei Maos langem Marsch dabei waren. Das ist praktisch so eine Art Aristokratie des Kommunismus. Und hier schließt der Jürgen Kremp, als Jack Ma sich dann widersetzte, war sein Schicksal besiegelt. Er hat nicht nur den Einfluss und seinen Konzern weitgehend an Gefolgsleute von Xi Jinping abtreten müssen, sondern verbringt seine Tage mit dem Spiel von Go de facto unter Hausarrest. Man hört ja gar nichts mehr von Jack Ma. Also, das ist vielleicht etwas Entscheidendes, was wirklich erklärt, was da abgeht. Die Erklärung, naja, man will Tech-Konzerne nicht so mächtig werden lassen, das macht keinen Sinn. Man schneidet sich ja ins eigene Fleisch. Man hat ja super Tech-Konzerne, man kann mit diesen Tech-Konzernen als einzige Macht gegen die Amerikaner anstinken. Jetzt begrenzt man praktisch den Einfluss dieser Top-Konzerne, rasiert sie im Prinzip. Das ist faktisch also die Dominanz des Machtanspruchs gegenüber der Geldgier oder gegenüber dem Materialismus. Das zeigt, dass hier sehr, sehr wahrscheinlich, wie Jürgen Kremp das richtigerweise auf den Punkt bringt, eben Clan-Streitigkeiten der Fall sind. Es geht um Macht, es geht um die Macht von Xi Jinping, der ja so mächtig ist wie kein anderer seit Mao, und das erklärt vielleicht, was da los ist. Wie gesagt, das strahlt über auf die Wall Street, und wir sehen hier bei der Wall Street, kam dann heute noch hinzu, dass die New York Times gemeldet hat, dass die CDC, also praktisch die Seuchenbehörde in den USA, jetzt wohl offenkundig wieder sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte dazu verpflichten will, Indoor-Masken zu tragen, also praktisch wieder das Aufkommen der Delta-Variantenfurcht. Da war doch was, Montag vor einer Woche war da mal was Kurzes, dann gab es wieder Delta-Varianten-Optimismus. Jetzt haben wir halt wieder mal teilweise einen Delta-Varianten-Pessimismus, gell? Der wird dann abgelöst wieder durch eine Delta-Varianten-Euphorie, und dafür gibt es Gründe, meine Damen und Herren, für diese Euphorie, denn wenn man sich die Zahlen mal anschaut, Indien und der UK, also Großbritannien, dann sieht man, dass da offenkundig der Hochpunkt der Infektionen schon wieder überschritten ist, und bei beiden Ländern hat es um und bei 45 bis 50 Tage gedauert zwischen dem Beginn des steilen Anstiegs der Infektionen und dem Hochpunkt. Und bei beiden geht es jetzt wieder nach unten, in Indien deutlicher nach unten als in Großbritannien. Also vielleicht ein Hoffnungsschimmer, dass diese Geschichte ein bisschen vorbeigeht. Aber jedenfalls trägt jetzt der Abverkauf chinesischer Tech-Konzerne dazu bei, dass etwa ETFs auf Emerging Markets stark unter Druck kommen. Und jetzt schauen wir uns mal den Vergleich an. Ab 2012 zwischen den US-Aktienmärkten und Nicht-US-Aktienmärkten, also dem Rest der Welt, wenn man so will, da ist eine massive Differenz. Die Amerikaner haben 270% zulegen können, der Rest der Welt nur 64%. Also wir haben immense Bewertungsaufschläge auf amerikanische Aktien. Das wird noch wichtig werden heute wahrscheinlich. Und wir haben den Citigroup Economic Surprise Index, also der die Erwartungen abgleicht mit den faktischen Konjunkturdaten, die dann reinkommen. Und zuletzt war es so, dass die Konjunkturdaten doch stark enttäuscht hatten. Gestern die Verkäufe neuer US-Häuser, heute Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter auch schwächer. Also die harten Daten, die sind derzeit nicht mehr so ganz toll. Aber jetzt müssen es eben die Großen retten. Die haben die Märkte ja in den letzten Wochen oben gehalten. Wir haben jetzt ja diese 7 großen Tech-Aktien, die 10 Billionen wert sind. Und damit etwa ein Viertel der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 darstellen. Es geht immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Und heute alleine Apple
gut 11% im Nasdaq 100, gut 6% des S&P 500. Wir sehen Microsoft gut 10% beim Nasdaq 100 und knapp 6% beim S&P 500. Und wir haben noch Google, also respektive Alphabet. Die bringen es auf 7,7% im Nasdaq und immerhin auf knapp über 4% im S&P 500. Also es wird heute sehr, 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 sehr viel bewegt werden an Marktkapitalisierung. Je nachdem, wie die Zahlen ausfallen, die Ausblicke ausfallen, das, was die Unternehmen sagen, dürfte da heute einiges los sein. Und wir werden natürlich darüber berichten bei finanzmarktwelt.de ab 22 Uhr. Sowohl natürlich Apple an Nummer 1, aber auch wir werden berichten über Microsoft und eben Alphabet Google. Das wird davor kommen. Noch ein kurzer Schwenker, meine Damen und Herren, um mal jetzt ein anderes Thema anzureißen zum Immobilienmarkt. Wir sehen hier in Deutschland etwa, dass die 10-jährigen Pfandbriefe, das sind also hypothekenbesicherte Anleihen, wenn man so will, jetzt wieder in den Negativbereich gerutscht sind, wie wir insgesamt ja sehen, dass die Renditen nach unten gegangen sind, Flucht in die Sicherheit, auch US-Staatsanleihen daher in der Rendite gefallen, die Kurse dagegen gestiegen. Jedenfalls führt das dazu, dass natürlich die Finanzierungen für Immobilien günstiger werden tendenziell. Und wir sehen, dass eben die Hauspreise in Deutschland ja 8,7% zugelegt haben. Und das gilt auch und noch viel drastischer sogar für die USA. Wir hatten heute Case-Shiller-Index mit massiven Preisanstiegen. Und mein Kollege Hannes Zipfel hat darüber einen Artikel geschrieben. Immobilienblase, deutliche Warnsignale aus den USA. Wie gesagt, wir haben gestern schon massiv rückläufige Verkäufe neuer Häuser gesehen. Die Preise sind gefallen. Seit langer Zeit mal wieder, dass die Preise gefallen sind. Das könnte der Beginn sein. Und ich möchte Ihnen diesen Artikel ans Herz legen. Den packe ich wieder unter das Video, wenn Sie Bescheid wissen wollen, was da eigentlich los ist. Denn das könnte ein ganz, ganz großes Thema bald werden. Und Sie würden dadurch frühzeitig, meine Damen und Herren, informiert werden. Informiert werden Sie auch ab 22 Uhr. Schauen Sie da rein, finanzmarktwelt.de, Apple, Microsoft, Google, Alphabet und vielleicht irgendwie anders an. Okay? Schauen wir mal. Ne? Wir lassen uns sowas einfallen, ne? Wenn es sein muss. Sie kennen uns ja bei Finanzmarktwelt. Also, Artikel lesen, heute Abend 22 Uhr. Wir sehen uns. Servus. Ciao.